So, wir kommen jetzt zur letzten Aufgabe und wohl längsten Aufgabe. Ich habe mir gerade ein Video angeguckt, wie das Ganze funktioniert, damit ich nicht ganz so lange dran hänge. Aber allein der hat schon 40 Minuten gebraucht. Ich hoffe, wir kriegen es halt ein bisschen schneller hin. Aber Gott, das wird ein Marathon, das hier, ey. Und das nach 6 Stunden aufnehmen. So, wir gehen schon mal direkt in den Kreativmodus rein. Und wenn ich eure Klickzahlen sehe, das ist echt zu krank. Von so einer Zahl habe ich noch vor 4, 5 Wochen geträumt, dass ich die am Tag habe. Ich kann euch nur mal gerade so eine Zahl nennen. Gerade 500 Klicks die Stunde. Und das um 22:11 Uhr. Also ohne Quatsch, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, keine Ahnung. Andere würden jetzt sagen, läuft. Aber wenn ich hier mit der Aufgabe auch helfen konnte, lass mir gerne ein Abo da. Wie gesagt, ich gebe auch gern was zurück, nämlich morgen in Form von einem Skin. Die Verlosung läuft dann von 18 bis 19 Uhr. Also gerne ein Abo da lassen, Freundesanfrage schicken an YouTube. Ich sehe es ja oben links. YT-FamilyHack. Ihr seht ja, da sind schon die nächsten zwei. Ich nehme euch natürlich alle an. Und vielleicht gehe ich auch mal hin und suche mir irgendeinen aus, der online ist, wenn ich im Livestream bin. Und sage einfach mal, hör mal zu, hast du die in die Spitzhacke? Nö, oh, weißt du was? Ich schenke sie dir. So, dann, wie gesagt, gehen wir mal rein. Ihr müsst hier nach ganz links. Und dann geht's los. Ich weiß nur, dass es ewig dauern wird. Ah. Ich hoffe nur, dass alles auch so funktioniert und dass ich mir so weit wie möglich alles behalten konnte. Weil das war echt schon ein bisschen viel. Also ich entschuldige mich jetzt schon dafür, wenn ich es nicht direkt auf Anhieb perfekt hinkriege. So. Sieht schon jetzt verbuggt aus. Das war jetzt schon, hä? Das hier sieht doch schon verpackt aus. Das ist doch im Leben nicht richtig, oder? Hä? Ah, lecken tut's auch. Fängt ja schon gut an. Was? Hier ist burning up. Ja. Ach. Nee. Muss doch da runterspringen können. Eieieiei. So war das doch bei dem anderen eben nicht. Wieso fange ich hier so komisch an? Oder hat der Creator die Map geändert? Warte mal, ich mach mal gerade Neustart. Ne, geht gar nicht. Warte mal. Ich gehe einfach nochmal gerade neu rein. Und schreibt mal in die Kommentare, ob bei euch der Anfang auch so war. Weil bei dem, der ist einfach reingespawnt. Na komm, lad schneller. Ich will fertig werden. Weil das waren heute schon wieder so viele Aufgaben. Doch, es fängt so an. Ah, es war verbuggt. Daran hat es gelegen. So. Jetzt kommt es auf mein Gedächtnis an. Also wie gesagt, es war am Anfang gleich verbuggt. Ihr habt es ja gesehen. Einfach Spiel neu starten und dann funktioniert das Ganze auch. Ja, das war dann mal ein super Anfang. Irgendwie, ich sage, Creative Modus in meinen Augen leicht verbuggt. Nicht nur leicht, sondern in meinen Augen sogar extrem. Warte, wie klappt die Kacke hier nochmal? Das war so. Ah. Ja. Ja. So, dann einfach hier hoch.
Ich mache das jetzt mal ohne diese Springerei. In meinen Augen sah das nicht aus, als würde das wirklich schneller gehen. So, dann hier hoch. Aber das haben anscheinend mehrere gemacht, glaube ich. Ja, hör auf zu lenken. Ja, die spawnen einfach unendlich. Ihr müsst einfach da durch. Kommt schneller. So. Ach, da war ja das. So, dann müssen wir hier rüber. Wenn das nicht so laggen würde schon, ey. So, das zerstören. Dann ist die Tür nämlich offen. Ich habe dauernd Angst, dass ich irgendwas vergesse und hier gleich voll am Rumhängen bin. So, das verbrauchen. Warum schickt ihr mich hier runter? Ihr habt es gesehen, der hat mich selber da runtergeschmissen. Ich war das nicht. Ich war unschuldig. So. Dann müssen wir nämlich hier hin gucken. Okay. So, zack, und schon ist die Tür offen. So, dann müssen wir hier die Dinger kaputt schieben. Wenn es nicht so lang wird. Ganz ruhig. Ist nur ein Spiel. Sache, wenn ihr mich so kaputt macht, ist ja okay, aber nicht, wenn es leckt. So, dann müsst ihr nämlich die drei Kugeln hier kaputt machen. Wie gesagt, ist es egal, wenn man stirbt. Ihr könnt es ja gerne mal versuchen, ohne zu sterben, aber da wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß. So, dann ab hier runter. Dann hier durch. Und wie gesagt, Munition habt ihr unendlich. Ne, ist nicht unendlich. So, dann müsst ihr hier neben dem Schriftzug hier hoch. So, Kiste hole ich auch mal mit. Zack. Zack. Und dann hier durch. Dann einfach. Also da schickt ihr euch automatisch hin. So, hier, das ist schon der erste Boss. Einfach hier drauf schießen. Ja. Haben wir es geschafft? Ich glaube ja. Ja, definitiv. Aber mit vier Leben kann man das hier ruhig machen. So, dann hier die Kisten mitholen. Zack, zack, zack. Also wir sind jetzt schon bei 8 Minuten. Er hat aber extra die Fallen so dahingestellt. So, dann springen wir hier rüber. Dann müssen wir hier nach links. Und es laggt schon wieder. Also ich gucke die ganze Zeit rüber. Mein OBS hat volle... Ich habe mal gerade eine CPU-Auslastung von 11%. Also an meinem Rechner liegt es definitiv nicht. So, dann hier lang. Schlürfnis behalte ich mir mal. Also ich glaube, Waffen gab es keine in den Kisten. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich will auch nichts Falsches sagen. Also springen muss man hier definitiv nicht.
So, jetzt muss ich überlegen, war das hier? Nee, dadurch wird nämlich da der Weg frei. Ja, ist klar, man kennt ihn. So, wo spawnen wir? Ah, der Weg ist direkt frei, direkt hier runter. Da haben die Kackfrech gewartet. Hier müsst ihr euch ducken. Dann geht's da hoch. Hier wieder ducken. Und dann hier runter. Und schon geht's wieder weiter. Und ich glaube, hier war das, wo man noch definitiv alle töten muss, meine ich. So, wo ist der Dicke? Ja, ist klar, ihr spawnt wieder direkt vor mir. Hm, Sackgasse, würde ich sagen. Ich glaube, ich bin tot. Ja, ist Sache. Also, wer das schafft, ohne zu sterben, Respekt. So, wo ist unser Dicky? Achso, gerade ein bisschen Leben, Mann. Ach, da kommt er angerannt. War doch gerade da. Wo rennt er denn hin? Wieso rennt der vor mir weg? Oder sind wir fertig? Nee. Ist hier noch einer? Oder ist hier offen? Ach, jetzt auch nicht, es ist verpackt. Ja, da kamen wir runter. Hier ist alles zu. Zu. Das macht keinen Blödsinn. Zu, zu. Ah, jetzt ist die Tür offen. Man muss sie noch nicht mal töten. Das ist Quatsch. So, dann müssen wir hier rüber springen. Und dann hier hoch. Hier hoch. Dann hier rüber. Und dann wieder hier hoch. Ja, du Dickimon muss natürlich auch hier sein. Kommen wir nicht direkt hier hoch? Ja. So, dann einmal hier in die Mitte. Und ab hier rüber. Nee, noch nicht. Ah, gerade noch so die Kurve bekommen. Und jetzt. Oh nein. Das war verkackt, das war zu hektisch. Das ist, weil ich das unbedingt schneller haben will als der, wo ich dazu geguckt habe. Auch hier startet man aber direkt vorne. Aber es ist halt kein Super Mario, da wäre ich deutlich besser. Aber es spawnt nichts mehr. Oh, doch, die hier. So, dann hier geradeaus. Ah, hier ist noch eine Kiste. Na, die ist nicht ohne Grund so gut versteckt. Holen wir die mal gerade alle zu uns. Zack, zack, zack. Ob es wirklich was bringt, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich schätze mal schon ein bisschen. Wenn wir tot sind, kommen wir eh direkt wieder. Von daher. Aber Munition. Ich traue halt der Shotgun-Munition nicht. So, hier rüber. Hier definitiv nehmen. So, dann waren noch hier oben die Kugeln, meine ich. Ja. So, jetzt sind die schon weg. Jetzt wird das Level nur ein bisschen schwerer. Jetzt nimm ich da die Kugel. Ja. Zack.
zack, und schon ist der Weg frei. So, also bis jetzt funktioniert mein Gedächtnis noch. Ich glaube, hier war. Ja, wohl mal besser. Mensch, ich bin mir an dem schon nicht sicher, ob es am Ende dann Probleme gibt. So, bla bla bla. Was ist hier? Nee. Wir rennen und rennen. Boah, hier bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Eine Decke, ja. Hier hoch. Zack. Darüber. Wie war das hier nochmal? Hier bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Darüber springen? Nee, definitiv nein. Ah, hier wäre ich hier. Oh Mann. Das ist, wenn man irgendwann zuguckt, wird ja alles einfach. Ist ja klar, sieht man ja. Hier war nix. Ja, lass mich hören, wo. Vor allem, die machen echt so viel Schaden, ey. Das ist echt schon eklig. So, hier hoch. Dann da hoch. So, jetzt bin ich aber echt. Ach, stimmt, einfach hier geradeaus hoch. Ach stimmt, hier ist ja schon quasi. Einfach immer Schaden da drauf, Mann. So, bei dem ich das Video gesehen habe, der ist hier hochgesprungen. Ja, ich glaube, der hat einfach nur Glück gehabt, dass das überhaupt ging. Oder? Ne, bei mir klappt das natürlich wieder nicht. So, ich bin immer ein bisschen am Vor- und Zurückspringen, ne? Falls ihr euch fragt, warum treffen die dich nicht? Dann ist nur die Frage. So, das war das. Ich glaube hier nach links, oder? Ja, hier um die Ecke. Weiter geht's. Bam, 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 einfach rein. Komm, geh weg. Die Fuddler kommen hier einfach von hinten. So, hier war einfach durchsuchen. Und ich glaube, jetzt müssen wir eigentlich schon am Ende sein. Schon. Hier unten drunter durch. Hier rein. So, dann müsst ihr hier auf diesen Würfel schießen. Einfach R2 gedrückt halten oder halt die Schusstaste. Also man kann wohl auch normal gehen. Also ich drehe mich gerade nur leicht im Kreis.
Einmal werden sie mich wohl töten. Einmal schaffen sie es. So, jetzt müsste es aber eigentlich dann zu Ende sein. Gott, er ist echt lang, ey. Ich glaube, ich springe doch mal besser. Was jetzt? Jetzt ist Ende. Ach, Munition ist aber. Jetzt auch nicht, ich habe hier gleich keine Munition mehr und habe irgendwas übersehen. Ich mach die mal gerade weg. Ach, das gibt mir nur Schaden. Gut. Das muss doch mal kaputt gehen. Warte, gerade mal hier drüber springen. Hab ich hier irgendwas übersehen? Das Ding muss doch mal kaputt gehen. Ja, klar. Aha. So, jetzt hier rein. Oder? Ne, ich glaube, hier war irgendwo eine Tür offen, oder? Ah, da, genau. Also doch Schaden drauf waren. So. Jetzt war die falsche Tür. Genauso gemacht wie er. Und wir haben's geschafft. Also, wenn ich dir damit schon mal helfen konnte, dann gerne ein Abo da lassen, ein Like da lassen und schreibt mir in die Kommentare, wie lange ihr gebraucht habt. Wir haben jetzt 18 Minuten 30 geguckt. Mal gucken, ob es irgendeiner schneller gemacht hat. Und vor allem, ob überhaupt einer so lange zugeguckt hat. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß. Gut, die Aufgaben haben wir jetzt alle. Also, in dem Sinne, viel Spaß mit normalen Spielen und haut rein.